Hallo, ich bin Svenja und wir sind hier gerade im Konferenzraum von einem Kreuzfahrtschiff. Das hier ist die Mein Schiff 3 und ich dachte mir, hey, ich nutze die Zeit, die wir hier sind, ohne Gäste, irgendwo auf Rede liegen, kurz vor Cuxhaven und drehe ein kurzes Video, ein About Me Video. Ich hoffe, ich kann mich jetzt kurz genug fassen und erzähle ein bisschen über mich. Also, ich bin auf diesem Schiff gerade gefangen, finde es aber ziemlich gut, weil man die Zeit hier super nutzen kann. Wir spielen immer noch, wir spielen Shows für die Crew, mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Und ich liebe diesen Job total, weil er super vielseitig ist. Man kann mal Krimi-Dinner spielen mit super viel Gästekontakt und ganz direkt auf die Leute zugehen. Man kann Solo-Shows ausprobieren und kriegt hier die Chance, mal das zu spielen, was man schon immer spielen wollte. Und man kann mit total coolen Kollegen von anderen Schiffen jetzt zusammen spielen. Ich glaube, eine meiner größten Stärken ist Vielseitigkeit, weil wenn ich meine Videos irgendwo hinschicke oder sie veröffentliche auf Instagram oder auf Facebook oder sowas, dann sagen oft Leute so, krass, also gerade Freunde so, so kenne ich dich noch gar nicht, ich wusste gar nicht, dass du das auch kannst. Und mir macht es total viel Spaß, da einfach immer reinzugehen und total viel auszuprobieren. Ich habe mir meine Haare mal komplett abrasiert auf 3 mm, einfach mal um zu wissen, wie ist das und wie wird man anders wahrgenommen. Und es war mega schön, das mal auszuprobieren. Und dann habe ich die Ratten gespielt von Gerd Hauptmann in so einer Lederjacke und total straight und ziemlich brutal und das war sowas ganz anderes als alles vorher und dann wieder so ein kleines Mädchen und dann auf Sächsisch und die ganz derbe Maritl, aber die so voll viel Spaß in ihrer Arbeit hat und so richtig reingeht und so, solche Sachen und jetzt spiele ich gerade eine total hysterische Hausfrau, die einfach nur so ist, Peter und mein Mann und wo bist du und so richtig, ganz toll. Drüber ist in allem. Hallo, ich bin Svenja und ich habe ein Problem. Ich trinke viel zu viel Kaffee. Und außerdem bin ich hibbelig. Vielleicht hat es miteinander zu tun. Sherlock ermittelt.